Es ist Tag. Am Ufer des Starnberger Sees joggt Girrwitz in grünem Trainingsanzug. Er kommt an Nationalspieler Thomas Müller mit seiner Frau Lisa vorbei, die mit Hund spazieren gehen. Im Laufen dreht sich der Polizeirat nach dem Paar um. Girrwitz prallt gegen einen Pfahl und stürzt. Hallo, geht's Ihnen gut? Hält ja den Menschen und Sport. Was? Mir ist alles in Ordnung. Ich bin das Laufen nur nicht mehr gewöhnt. Ich kenne Sie doch irgendwoher. Ronaldo, komm her! Ronaldo! Ah, jetzt weiß ich's. Ihre Frau macht Dressurreiten. Das gucke ich mir immer im Fernsehen an. Der Polizeirat und Thomas eilen zu Lisa und Ronaldo. Vor denen liegt eine junge Frau reglos mit geschlossenen Augen im Laub. Thomas kniet sich neben sie. Und ist sie? Ich glaube schon. Schrecklich, wir müssen die Polizei rufen. Ja, die ist leider schon da. Er hat eine Wunde auf der Stirn. Hinter dem Starnberger See erheben sich die gezackten Gipfel der Alpen. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert, dunkelblond, blaue Augen, stets braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Groß, schlaksig, dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girrwitz. Korpulent, graumeliertes, zurückgekämmtes Haar. Karin Thaler als Pathologin Anja Licht. Klein und blond mit Pferdeschwanz. Hörfilmproduktion Bayerischer Rundfunk. Text Jan Potthast. Redaktion Bernd Bennecke und Heide Völz. Tonmischung Florian Mayhöfer. Sprecher Peter Veit. Rosenkrieg. Anja mit Tütchen neben der Toten. Sie ist noch nicht lang tot. Maximal eine halbe Stunde. Auf den ersten Blick keine Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung. Na, so eine junge Frau. Tragisch. Also Geld und Karten sind noch da. Anja wirft es Hubert zu. Der Tod könnte durch einen allergischen Schock eingetreten sein. Die Lage deutet zumindest auf einen Krampfanfall hin. Außerdem sind da Spuren von Erbrochenem, die vom Gehweg zum Fundort führen. Die ist anscheinend übel geworden, worauf sie zum Ufer ist und ja. Allergische Reaktion? Aber worauf? Könnte Vergiftung sein. Staller isst Kekse aus dem Tütchen. Ach, Staller! Er reißt ihm das Tütchen weg. Ich hab heute noch nichts gefrühstückt. Also wenn einmal der Oscar für die dümmste Todesart vergeben wird, bist du ganz vorn mit dabei, Hans. Was, wieso? Wieso? Der Polizeirat eilt in sein Büro. Die Ermittler folgen ihm. Herr Girrwitz, seit wann jobben Sie eigentlich? Seit heute. Was, seit heute? Wieso das? Der Chef setzt sich und lehnt sich zurück. Soll das jetzt ein Verhör werden? Warum ich jogge? Geht's ihr wohl gar nichts an, ne? Na ja, also bin man quasi aus Zufall an einem Todesfall vorbeijoggt. Na, Fallsachen in unserem Tätigkeitsbereich. Also gut, ich habe Arthrose in den Knien und versuche durch Gewichtsreduzierung den Schmerz zu mindern. Zufrieden? Arthrose ist mit den Strümpfen, oder? Nein, das ist Thrombose. Arthrose ist, wenn die Gelenke im Arsch sind. Geht bei den Knien los, endet meistens mit der Hüfte. Ah, das ist eine ganz langwierige Operation. Ja, das ist aber eine Metzgerarbeit. Wird bei alten Leuten oft gar nicht mehr gemacht. Und die Reha, die dauert ewig, gell? Ja, deswegen bauen sie die Friedhöfe direkt neben diese Einrichtungen. Sind Sie jetzt fertig? Sie sollen die Wohnung der Toten noch durchsuchen. Jawohl. Die Blumengeschäfte sind meistens auf der anderen Straßenseite. Ja, das stellen wir jetzt. Die Ermittler kommen auf ein Mehrfamilienhaus zu. Ja, hören Sie, mit den Gelenken fängt's an und dann geht's aufs Hirn. Sage ich nur Demenz. Du, fürs Alzheimer, da musst du fürs Hirnwasser untersuchen lassen. Nein, das macht man bei Schwangerinnen, das heißt Fruchtwasser. Im Treppenhaus. So, warte mal, Erdgeschoss, du musst das sehen. Nein, warte, halt lieber nicht, dass irgendwie unter der Dusche steht. Ja, denn? Was weißt du nicht? Der Freund zum Beispiel. Ein Vollbärtiger im Bademantel öffnet. Grüß Gott. Was hat er gesagt? Sind Sie der Freund? Ja. Der ist ein Ex-Freund. Ob Sie Ex-Freund, sagt man, wenn Sie Schluss gemacht haben. Ja, irgendwie ist er auch Schluss. Ja, tut mir leid, also Ihre Freundin, die ist leider tot. Alles in Ordnung, Mike? Eine Rothaarige. Oh, guten Tag. Schon wieder? Nein, die Frau Demmler ist ja noch nicht einmal beerdigt. Was, die Frau Demmler ist tot? Kennen Sie die? Das ist die Nachbarin. Hubert blickt zu Mike. Da haben sie noch mal Glück gehabt. Das Paar sieht sich an. Staller schließt die gegenüberliegende weiße Wohnungstür auf und geht hinein. Hubert folgt ihm. Hansi, jetzt glaube ich, sind wir richtig. Kurassierwasser, Kurassierer, gar nichts. Auf den Fotos gibt's auch bloß einen Mann und das ist höchstwahrscheinlich der Papa. Aha.
Und mit dem hat's dann ein Rollwein gezwitschert. Schaut mir aber eher nach einem Herrenbesuch aus. 1,5 Liter. Das ist wahrscheinlich ein richtiger Weinkenner. Ja, schönen Morgen. Da meine ich, bist beim falschen Getränk. Der ist aus dem Supermarkt, genau wie die wenigen Blumen da. Staller entdeckt ein Notizbüchlein auf dem Kühlschrank und schlägt es auf. Ja, da schau her. Heute in der Früh, da war's mit einem Manni verabredet. Ja, was ist denn schon wieder los? Paul, Percy, Anton, Theo. Jede Menge Männerbekanntschaften. Okay, machen wir. Schleimhautreizung bei der Frau Demmler, wahrscheinlich ist vergiftet worden. Jetzt müssen wir die ganzen Lebensmittel mitnehmen. Den darf ich vorsichtshalber nicht zapfen. Manchmal kann ich meine Todessehnsucht durchaus zügeln. Staller stellt ein Glas Rotwein ab. Hubert steckt Obst in einen Stoffbeutel. Im Treppenhaus stehen die Ermittler vor der rothaarigen Nachbarin. Ein Manni? Na, tut mir leid, den kenne ich nicht. Wieso? Ja, mit dem hat die Frau Demmler heute eine frühe Verabredung gehabt. Also, ich habe niemanden gesehen. Wie ist denn überhaupt gestorben? Gift. Was? Ja, also, wie jetzt genau? Das wissen wir noch nicht. Paul, sagt ihr nicht irgendwas? Nein. Anton, Leo, Percy, Ludi? Nein. Ich hab die auch noch nie mit einem Typen rumlaufen sehen. Und selbst wenn, dann wüsste ich nicht, wie er heißt. Wir haben uns im Flur Hallo gesagt, das war's dann aber auch schon. Die war eher verschlossen. Ja, Ihnen gegenüber vielleicht, aber unseren Erkenntnissen nach, da hat sie sich dann schon regelmäßig geöffnet. In der Pathologie. Staller kommt mit Plastiktüten und Stoffbeutel herein. Hubert folgt ihm mit Weinflasche und Gläsern. Ui, das ist ja ein halber Supermarkt. Und alles sinnlos angebrochen. Meine alte Marmelade mache ich da auch zuerst leer, bevor ich eine neue aufmache. Für Teufel ist eine vergammelte Marmelade, das ist ja ekelhaft. Da schau her. Das habe ich am Küchentisch gefunden. Und? Was ist mit deiner Vergiftung? Ja, es handelt sich um eine Monoethylenglykolvergiftung. Die hat zum Herzversagen geführt. Was ist denn das für Zeug? Sagen wir einfach Glykol. Das findest du zum Beispiel in Frostschutzmitteln, Enteiser oder Bremsflüssigkeit. Die Wirkung setzt spätestens nach einer Stunde ein und gleicht anfangs einer schweren Alkoholvergiftung. Aber Enteiser trinke ich doch nicht. Doch, wenn der kalt ist. Na, normal nicht, Hansi. Aber Glykol schmeckt leicht süßlich. Unter Umständen merkst du es nicht sofort. Süßlich? Ja, wie der Wein da, ne? Also, ich vermute zwar, dass unsere Tote keinen Rotwein in der Früh getrunken hat, aber ich werde selbstverständlich auch euren Wein untersuchen, den Mageninhalt sowieso. Ich hab da noch ein bisschen was Ungeöffnetes. Geh, Hansi, die muss doch was davon zu sich genommen haben. Die Sachen, die zu sein, brauche ich nicht. Nein, ich will ja bloß, dass du mir das quetscht. Hast du vielleicht noch ein leeres Fach? Wenn man es genau nimmt, ist das Leichenflederei. Ja, oder Verschwendung. In seinem Büro steht Girwitz in Uniform vor dem PC-Monitor. Ein Laufschritt besteht aus zwei Phasen. In der Stützphase hat der Körper über den Fuß Kontakt mit dem Boden. In der Schwebephase sind die Füße in der Luft. Der Schwerpunkt spielt dabei eine wichtige Rolle. Er hängt von Größe und Gewicht ab. In der Regel liegt er im Hüftbereich. Der Chef drückt sein Kreuz durch. Laufen Sie nicht so aufrecht, als hätten Sie einen Besen verschluckt. Aber auch nicht im Hohlkreuz, sondern sanft nach vorn gebeugt. Man klopft an, bevor man eintritt. Ja, das haben wir ja gemacht, aber Ihre Sendung ist so laut, das haben Sie wahrscheinlich überhört. In der Stützphase sind Sie an Ihrem Tiefpunkt. Lösen Sie nun Ihre Anspannung. Oh, cool. Schicke Maske. Girwitz drückt auf seine Maus. Was mit dem Leichenfund? Vergiftet. Heimtückisch. Sie wollen sagen, es ist Mord? Na, also, theoretisch kann es ein Unfall gewesen sein oder Selbstmord, aber ein Selbstmörder macht sich wohl kaum die Mühe zu verschleiern, womit er sich ins Jenseits befördert hat. Das verstehe ich nicht. Wenn Sie sich mit Bremsflüssigkeit vergiften wollen, dann trinken Sie doch einfach den Kanister auf Ex und fertig. Bremsflüssigkeit? Ja, haben Sie zufälligerweise beim Joggen einen Kanister gesehen? Der hat ja nicht einmal den Laternenpfahl gesehen. Staller! Also irgendwelche Spuren, Zeugen? Ja, das gibt da einen gewissen Manni. Manni? Was für ein Manni? Ja, also der Letzte, der die Frau Demmler lebendig gesehen hat. Vermutlich. Und Motiv? Das Raubmord war es keiner, weil laut Sonja war die Frau Demmler Aushilfe in einem Supermarkt. Da hat man kein Geld. Aber sie hat diverse Herrenkontakte gepflegt, simultan. Die gute alte Eifersucht, ja. Ja, diesen Manni werden Sie aber finden, oder? Ist nicht so leicht ohne Nachnamen. Also im Handy hat es nicht drin gehabt. Mit der richtigen Technik bestimmen Sie. Staller hält die Maus. Girwitz schlägt darauf. Ums Laufen geht's. Warum sagen Sie das nicht gleich? Der Hubsi und ich, wir waren jahrelang zu Fuß unterwegs. Auf Streife, da können wir Ihnen jede Menge Tipps geben. Na, Hansi, ich glaube, du hast einen anderen Schwerpunkt. Das beim Herrn Girwitz eher
Raus. Er zeigt zur Tür. Im Gang lehnt Sonja mit Becher am Kaffeeautomaten. Zu den Ermittlern. Der geht jetzt einmal in seinem Leben joggen und findet eine Leiche? Na, auch ein blindes. Hallo. Morgen, die Herrschaften. Morgen. Und, wie war's beim Frühsport? Ach, ich habe beschlossen, dass Laufen nicht der richtige Sport für mich ist. Aber auf der Fahrt hierher hatte ich die Idee, dass wir einen Teil unserer Bürotätigkeit auch im Stehen erledigen könnten, nicht? Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist jetzt stehende Begriff, nicht? Das ist sogar noch schlimmer als Rauchen, nicht? Hm? Moment, sollen wir jetzt unsere Protokolle im Stehen schreiben? Sie schreiben Ihre Protokolle ja nicht mal im Sitzen, nicht? Ich warte immer noch auf den Bericht vom Montag. Hm? Würden wir hier alle mit Headsets ausgestattet sein, würden wir uns ja auch mehr bewegen. Ja, das ist richtig formuliert, aber das wird wahrscheinlich erhebliche Kosten verursachen. Na ja, und so Stehtische bräuchte man halt auch dann. Es geht jetzt erstmal um meine Gesundheit, ne? Sonja geht. Haben Sie mit Frau Dr. Licht telefoniert? Ja. Ja, und? Die Fingerabdrücke auf der Weinflasche, die stammen nicht von der Toten. Und die Kekse, das waren keine Kekse, sondern Hundeleckerli. Hundeleckerli? Schmecken aber auch Menschen. Dann haben wir noch Hundehaare auf der Hose von der Toten gefunden, wahrscheinlich von einem Chihuahua. Wie, die Tote hat einen Hund? Ja. Sie waren doch als Erste vor Ort. Ja, aber da war keiner, nicht? Sie werden doch in der Wohnung keinen Hund übersehen haben. Wir haben noch nie was übersehen. Ja, außer er war sehr gut versteckt. Der Wolf zum Beispiel hat eins von den 7 Geißlein nicht gefunden. Er beugt sich zum Chef. Wissen Sie, wo das versteckt war? Girwitz steht der Mund offen. Er geht. In Demmlers Wohnung sehen die Beamten auf eine flache Wanduhr. Okay, Hupsi, ein Geißlein passt doch nicht in so eine Uhr rein. Nicht in so eine Uhr, in eine große Standuhr. Aber ein junges Schaf ist ja mindestens so groß. Das war kein Schaf, das war eine Ziege. Dann wäre es ein Zicklein. Das ist jetzt wurscht. Auf jeden Fall, wenn sie einen Hund gehabt hätte, dann hätte sie ihn zum Spazierengehen mit nass genommen. Ja, hat sie vielleicht. Dann ist sie umgefallen und ist der Hund abgehauen. Hansi, ein Hund, der bleibt immer beim toten Herli. Nein, nicht, wenn er Hilfe holt. Das ist ein Chihuahua und nicht der Lassi. Er öffnet eine Anrichte, Staller eine Mikrowelle. Was tust du jetzt? Sorry, mir war eine nasse Katze in der Mikrowelle getrocknet. Ja, das hat er genau einmal gemacht. Also für mich ist das sowieso eine Blindspur mit dem Hund. Bloß wegen die blöden Hundekekse. Da muss ich den noch lange keinen Hund gehabt haben. Ja, und was ist mit den Hundehaaren? Sein Blick fällt auf die Fotos. Da muss irgendwo ein Hund geben. Da bist du. Ja, da ist das Wurschti. Ja, da ist der. Wo bist denn? Na, Hans, da ist das Wurschti. Im Treppenhaus. Die Nachbarin öffnet. Staller hält ein Foto von Demmler mit Hund. Sie, ich hab heute wirklich keine Zeit. Ja, das macht gar nichts. Es geht nur um den Hund da. Ein Dunkelblonder kommt. Hallo. Grüß Gott. Ah, erzähl ich Sie beinahe gar nicht. Er kommt so ohne Bart. Ich hab nie einen Bart gehabt. Stallers Grinsen verschwindet. Wer war gestern hier? Du, ganz ruhig, Tom. Keiner war hier. Das glaubst du wohl selber nicht. Sieh jetzt. Moment. Hallo? Hans, ich glaube, das hat sich gleich erledigt. Will ich will dich nie wiedersehen. Hast du verstanden? Herzlichen Dank auch. Ja, der war jetzt aber wirklich sehr kleinlich. Der hat ja nicht einmal einen Bart gehabt. Was soll das sein? Ja, Chihuahua, so was Flasche. Ja, das weiß ich schon. Was soll das Foto? Ja, ihre Nachbarin hat das Viech gehabt. Ich habe nie so einen Hund gesehen. Ich glaube auch nicht, dass er ihn gehabt hat. Wissen Sie, im Haus sind Hunde verboten. Okay, so was Kleines, das zählt normal gar nicht als Hund. Wissen Sie was? In Schal und Jacke eilt sie davon. Ich glaube, du brauchst eine Brille, Hans. Was? Wieso? Entschuldige, der andere Typ, der war doch viel fetter. Okay, so ein Bademantel, was meinst du, wie der auftragt? In Girwitz' Büro schleppt Riedel den Bürostuhl vom Chef. Der steht daneben. Und irgendwohin, wo ich ihn nicht gleich sehe, nicht? Will er nicht wieder schwach werden, nicht? Erzählen Sie aus, cool. Da hätte ich ja eigenes Büro. Ja, träumen Sie weiter. Ich tue es für meinen Körper, nicht? Und ob Sie es glauben oder nicht, ich fühle mich schon viel freier. Ja, da freut sich's dann, wo sie knie. Arthrose, Hans. Schluss jetzt, nicht? Was ist das? Fangen Sie jetzt auch an, wie alle anderen, Ihre Büros mit Hunde- und Katzenbildern zu pflastern? Nein, das wäre der einzige Hinweis, dass da in der Wohnung ein Hund lebt. Ja, wir wissen aber nicht, ob es Ihr Hund ist, ne? Und wo der Hund ist, wissen wir auch nicht. Wir nennen seinen Hund Manni. Wie kommst du denn drauf, dass der Manni heißt? Was da steht? Er deutet auf die Rückseite des Fotos. Girwitz nimmt es. Wie kann man bloß so blind sein? Hä? Sollen wir jetzt Riedel noch mal in die Wohnung schicken, dass er den Hund sucht? Ich fasse es nicht. Im Dienstzimmer blättert der Chef durch das Büchlein.
Percy, Theo, Manni, Maxi, es könnten alles Hundenamen sein. Ja, können aber genauso gut auch Männernamen sein. Waldi, Fifi, hm? Also, das sind für mich typische Adelsvornamen. Waldi von Kleist, Fifi von Hohenzollern. Ja, so heißen die doch alle, oder? Hunde haben aber auch oft adlige Namen. Der erste Hund von meinem Vater, der hat Hassan vom Alpenblick geheißen. Den hat aber leider der Förster erschossen. Ja, aber die Rassehunde, die sind alle total überzüchtet. Also, die sind ja degeneriert und meistens geht's los mit Hüftschäden im Alter. Es langt. Auf die Idee, dass die Frau mit den Hunden einfach Gassi gegangen sein könnte, sind sie nicht gekommen, oder? Doch, logisch. Ja, aber wo ist er dann jetzt hin, der Manni? Der hat mir vielleicht vom Förster erschossen. Finden Sie's raus! Er stürmt hinaus. Förster darf gar nicht schießen. Was? Er ist auf Zuruf und bei Gefahrenlage. Wolfratshausen von oben. Vor der Bäckerei Rattlinger beißt Staller Tesafilm von einer Rolle ab. Er klebt ein Fahndungsblatt auf eine Pinnwand. Dann geht er nach drinnen. Auf dem Stehtisch vor Hubert liegen weitere Fahndungsblätter mit dem Foto von Demmler und dem Hund. Darunter steht, wer hat Manni gesehen? Hansen bringt den Ermittlern Kaffee. Der? Sag mal, kennst du den zufällig? Zündisse, ein weißer Ratz. Na, Chihuahua ist das, Manni heißt er? Also der einzige Manni, den ich kenne, der arbeitet in meiner Autowerkstatt. Und der ist schwul. Aha. Nein, ich meine, freilich kommen ab und zu so verwöhnte Professorentöchterchen mit sowas rein, aber die sitzt ja dann meistens in irgendeinem Pornohandtasche, die siehst du ja nicht. Okay, also du kennst ihn nicht. Mhm. In dem Fall geht es uns ja hauptsächlich ums Herrchen. Ja, schau, Hansi, so hast du ja immer das Herrli und Hund, die sich einander annähern, optisch. Nach deiner Theorie, was für ein Hund darf denn zum Hansi passen? Zum Hansi? Ja. Mein, schau dir mal so traurig. Bisset. Bisset. Was? Na, ich hab's. Wachtelhund. Ein Wachtelhund? Ja. Hubert legt den Kopf schief. Am Seeufer befestigt Riedel ein Fahndungsblatt mit Reißzwecken an einem Baum. Dabei rutscht ihm der restliche Stapel zu Boden. Ach, Scheiße! Eine Frau mit Müllgreifer. Bitte schön. Ah, das ist ja sehr aufmerksam. Vielen Dank. Gehen Sie hier öfter spazieren? Jeden Tag. Ah, kennen Sie dann einen Manni? Nein. Schade. Aber ich bin einmal von einem Chihuahua gebissen worden. Der hieß Manni. Echt? Das ist ja super! Also, super heftig. Wollen Sie meine Narbe sehen? Nein. Sie stellt ihren Schuh auf eine Bank und hebt ihren Hosensaum. Aber, kennen Sie dann zufällig auch den Besitzer? Na, aber wie? Riedel sieht auf den Unterschenkel der alten Frau. Seine Augen weiten sich. Im Streifenwagen sieht Hubert aufs Handy. Da ist er schon. Deutscher Wachtelhund. Apportierfreudig, dem Menschen zugewandt. Feinnasiger, da läuft's ein bisschen auseinander, ne? So, da geht's ja nicht um die Größe, sondern um die Qualität. Ja, dann wärst du aber eher ein Riesenschnauzer. Riedel, servus. Was sagst du? Riedel, da brauch ich die Adresse vom Halter. Okay. Eine alte Dame ist von einem Chihuahua gebissen worden. Man muss halt wissen, wie man zugeht auf so einen Hund. Neben einer Villa hält der Streifenwagen in der Einfahrt zu einer offenen Garage. Drinnen wirft ein Mann mit 3-Tage-Bart einen Müllbeutel in eine Tonne. Herr Strickler, grüß euch gut. Grüß Gott. Er steckt die Hände in die Taschen. Schönes Haus haben Sie da. Danke, das habe ich selbst entworfen. Echt jetzt? Stell mir gar nicht so einfach vor, bis das so stimmt mit den Proportionen. Ja, ich bin Architekt. Ja, ich habe mir früher auch immer Häuser ausgedacht. Da habe ich dann mit Buntstift drin. Ja, Hans. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wir sind auf der Suche nach einem Hund. Manfred heißt er. Da sind Sie, glaube ich, das Herrchen. Also, meint ihr Manni? Ja. Nein, nicht mehr. Meine Frau ist vor 3 Monaten ausgezogen. Ihren blöden Köter hat sie zum Glück mitgenommen. Mein Sohn leider auch. Aber Hund, Frau, Kind auf einen Schlag aus dem Haus. Ja gut, das kann auch eine Befreiung sein, meint? Da spricht ein geschiedener Mann. Hm? Geschieden schon, befreit leider nicht. Ich habe nämlich das Pech, ja, dass... Ja, jetzt also nur mal wegen dem Hund. Hat er was angestellt? Das dürfen wir noch nicht sagen. Ja, aber was ist denn jetzt mit meinem Sohn? Geht's ihm gut? Bis jetzt haben wir noch nichts Gegenteiliges gehört. Nein, es geht ja nur um die neue Adresse von ihrer Frau. Ah, okay. Das Piloti, Straße 11, 3 Kilometer in die Richtung. Super, danke. Halt, noch was. Kennen Sie zufällig eine Frau Demmler? Nein, tut mir leid. Können Sie mir denn gar nicht sagen? Feldspat, Quarz und Glimmer. Euch drei vergesse ich nimmer.
Die drei Bestandteile vom Granit. Das muss eigentlich wissen als Architekt, ne? Die Ermittler steigen ins Auto. Der Streifenwagen hält vor einem Holzhaus mit roten Fensterläden. Davor steht eine Frauenstatue aus Metall. So eine Scheidung ist schon schlimm. Das ist, wie wenn sie uns auf einmal zur Müllabfuhr versetzen. Ganz ehrlich, Hansi, manchmal wünsche ich mir das. Eine Brünette mit weißem Chihuahua im Arm kommt. Guten Tag. Ja, da ist er ja, der Manni. Wieso kennen Sie meinen Hund? Hat er wieder wen gezwickt? Nein, nein, das ist quasi unser Missing Link. Missing Link? Er hat die Verbindung zur Frau Demmler. Wieso, was ist mit der Frau Demmler? Ja, die ist tot. Was? Ja, wir können es auch nicht ändern. Im Haus folgen die Beamten Frau Strickler. Die Lisa ist seit 2 Monaten mit Manni vormittags in der Gassi gegangen. An einem Tisch ein junger Mann. Früher habe ich das selbst gemacht, aber jetzt gehe ich halbtags wieder arbeiten. Und Max geht noch zur Schule. Und Max, stell dir vor, die Lisa ist tot. Der junge Mann steht auf und eilt davon. Hey, jetzt warte mal. Servus. Entschuldigung. Er mochte Lisa, aber er macht im Moment eine schwere Zeit durch. Mein Mann und ich, wir haben uns getrennt. Ja, ja, das wissen wir. Ach, Sie haben mit ihm gesprochen? Mhm. Ja, dann hat er Ihnen sicher jede Menge Lügen erzählt, dass ich ihn betrogen habe. Na, in der Hinsicht hat er gar nichts erzählt. Stimmt es nicht mit dem Betrügen? Ist ja vollkommen wurscht. Es geht um die Frau Demmler. Die ist nicht einfach so gestorben, die ist vergiftet worden. Okay. Du wuchst ihm hinaus, gell? Im Garten steht Staller mit Manni. Ja, Manni, lass dir schön was machen. Schau, schön Beinchen heben. Jetzt komm. Ich konnte mich einfach nicht von ihm trennen. Er ist mein Ein und Alles. Ja, deswegen sind wir doch draußen. Und Ihr Sohn? In der Pubertät verliert man manchmal den Kontakt. Haben Sie auch Kinder? Nein, nein, nein. Aber ich passe ganz oft auf eins auf. Ja, gut. Er sieht zu Staller, der an Mannis Leine zieht. Wie ist denn das Verhältnis zu Ihrem Ex-Mann? Wenn wir uns sehen, schreien wir uns an. Deswegen gehen wir uns so gut es geht aus dem Weg. Einmal in der Woche holt er den Max hier ab. Jawohl, ja, ein bisschen Kacke machen. Wie war das gestern mit der Lisa? Also morgens um 9 hat sie den Mann hier abgeholt, da sind wir uns noch begegnet. Ja. Und als ich zurückgekommen bin, war der Mann hier allein im Garten. Ich habe mir nichts dabei gedacht, die Lisa hat einen Schlüssel. Sie setzt den Mann hier öfter allein ab, wenn jemand daheim ist. Ja, also von mir hat der Hemmungen. Er gibt ihr ein Tütchen. Der hat Arthrose. Wir haben schon alles probiert. Ernährungsumstellung, mehr Bewegung. Er ist, wie er ist. Ja, wie unser Gewitz. Sie beide haben Hund? Ja, ja, ein Wachhund. Eine Haarprobe bräuchten wir noch für die Pathologie. Von mir? Nein, nein, vom Hund, macht der Kollege. Staller beugt sich zu Manni. Ja, hier, tut gar nicht weh. Au! Staller schnellt hoch. Hat er gezwickt? Hat er zwickt, Hans. Staller lutscht am Zeigefinger. In seinem Büro geht Girwitz Zeitung lesend auf und ab. Er setzt sich auf den Tisch, der wackelt. Der Chef springt auf. Na. Riebel! Jawohl? Ich brauch mal einen Stuhl. Was, jetzt schon? Ja, jetzt schon wieder. Der Arbeit im Stehen fehlt jede Effizienz. Also, wo ist der Stuhl? Ja, gut versteckt, wie Sie es wollten. Na, dann los. In Ihrem Haus klebt Frau Strickler ein Pflaster auf Stallers Finger. Ja, dann hast du Glück gehabt, Hans. Weil der Chihuahua geht dann normal direkt auf die Kehle gehen. Es tut mir total leid. Haben Sie schon mal über Hundeschule nachgedacht? Frau Strickler, gestern in der Früh ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nee. Ihrem Sohn vielleicht? Der Max war schon in der Schule. Die Lisa hatte Kopfschmerzen. Da habe ich ihr eine Tablette gegeben und bin zur Arbeit. Sind das die Tabletten? Ja. Beschlagnahmt. Girwitz im Steppanorak stürmt zur Reviertür. Wie kann man nur so dumm sein, Riedel? Ich konnte nicht an, dass ihn jemand wegnimmt. Hinterm Revier, das ist ja wie wenn man die Polizei beklaut. Eben nicht. Wenn man heutzutage seine Möbel loswerden will, dann stellt man die einfach auf die Straße. Dann die ruckzuck weg. Besonders so ein hochwertiger Bürostuhl, das weiß doch jeder. Hochwertig? Also, ich meine, der war schon ziemlich durchgesessen. Dünnes Eis, Riegel. Dünnes Eis. Finden Sie den Stuhl. Bis dahin nehme ich Ihren. Da brauchen Sie gar nicht so zu gucken, haben sich selbst zuzuschreiben. Er geht ins Revier. Aber ich habe doch gar keinen eigenen Stuhl. Zu Anja? Sie hat in der Früh Kaffee gehabt. Ja, dann hat ihr die Strickler die Tabletten gegeben und die waren vergiftet. Ja, oder sie war schon vergiftet und hat deswegen die Kopfschmerzen gehabt. Ich möchte euren Enthusiasmus nicht bremsen, aber ich bin mir sicher, dass er das Kopfweh vom billigen Wein gehabt hat. Aha. Wieso bist du da so sicher? Weil ich weiß, dass es sich bei dem Gift um Frostschutzmittel handelt. Frostschutz? Keine Bremsflüssigkeit. Machen wir das Licht aus. Ui, den Satz kenne ich von früher. Anja holt eine blau strahlende Lampe von einem Tisch. So, schau.
Schaut's mal her. Und beleuchtet Demlers Zähne. Seht ihr die fluoreszierenden blauen Punkte? Zombielock. Krampf, das ist eine Wutlampen. Die macht fluoreszierende Substanzen sichtbar. Mhm. Und kann das Licht wieder anmachen? Unter 2 Minuten, das kenne ich noch von früher. Glykol ist die Basis für viele Flüssigkeiten. Aber ich kenne nur Frostschutzmittel, wo die Hersteller auch fluoreszierende Substanzen reintun. Also Frostschutz habe ich noch nie leichten sehen. Das ist doch wurscht. Sie hat es auf jeden Fall getrunken. Nicht pur, sonst wären die Rückstände viel stärker. Was mit dem Zeug da hinten? Alles sauber. So, die Wutlampen geht jetzt einmal mit. Von mir aus. Was tust du mit dem Wein? Ja, schauen, ob der wirklich Kopfweh macht. Er nimmt die Weinflasche. In seinem Büro sitzt der Chef gegenüber von Hubert und Staller. Mono was? Mono, sagen Sie einfach Glykol. Danke, sehr großzügig. Aber mir ist immer noch nicht klar, wer, wann und wie die arme Frau vergiftet haben soll. Und vor allem, warum? Das wissen wir auch nicht. Das beruhigt mich. Was wir wissen, ist, dass die Lisa am Abend vor ihrem Tod Besuch gehabt hat. Und der hat ihr schlechten Wein und Blumen mitgebracht. So, was für ein Besuch? Ja, das wissen wir auch nicht. Auch wissen wir nicht, ob der Besuch über Nacht geblieben ist. Na großartig, was wissen wir denn überhaupt? Hm? Ja, also wir wissen, dass die Lisa mit dem Bus zur Strickler gefahren ist. Staller greift in seine Brusttasche. Das Ticket da, das haben wir in ihrem Portemonnaie gefunden. Bei der Strickler hat's dann Kopfschmerzen gekriegt, die Lisa, und die Strickler hat ihr dann Tabletten gegeben. Kopfschmerzen wegen dem Gift? Nein, wegen Rotwein. Ich hab's getestet. Und dann ist mit dem Hund aus, die Lisa, und nach 30 bis 60 Minuten circa hat sie es zusammengehauen. Wegen dem Gift deckt sich auch mit den Angaben von der Anja. Ja, also hat sie das Gift kurz vor oder kurz nach dem Verlassen von der Wohnung zu sich genommen. Ja, das ist ja nur der Gast, die Strickler oder der Sohn vergiftet haben. Ist das mein Stuhl? Ja, das ist. Sie sind jetzt dran mit Stehoffice, nicht? Meine, Sie werden merken, das gibt sofort freie Gedanken. Ja, ich meine, meine Mitarbeiter nicht an dem Programm teilhaben zu lassen, wäre ja sehr egoistisch von mir, nicht? Ja, ich danke dich, Hans. Hubert sitzt im Dienstzimmer. Hinter dem Tresen taucht Staller auf. Hansi, ich weiß es nicht. Wir haben doch immer Kopfschmerztabletten da gehabt. Ja, wenn es weiter so bläst, dann brauche ich auch Kopfschmerztabletten. Ausgerechnet heute, glaub mir, der Kirbel zum Stuhl. Du, vielleicht kannst wirklich besser denken im Stehen. Wenn der Riedl von jedem in Wolfratshausen die Fingerabdrücke nimmt. Wobei Gift, das spricht er eher für eine Frau. Das macht natürlich die Strickler wieder verdächtig. Okay, du kannst nicht besser denken im Stehen. Ja, gemütlich dahocken und kritisieren, das ist natürlich leicht. Hansi, wer vergiftet eine junge Frau? Ich meine, da hat ja keiner was davon. Gefühle, die aus dem Ruder laufen, Rache, Eifersucht. Ja, da sind wir wieder bei der Strickler. Jetzt hör mal mit der Strickler auf. Ja, weil die eifersüchtig war auf die Lisa. Wegen was? Weil die den Ex-Mann doch gekannt hat und dem hat sie den Kopf verdreht. Oder weil sie halt hübsch war und jung. Mhm. Dann bist du safe, Hans. Der wirft seine Dienstjacke auf den Tisch. Vielleicht sollte man doch mal schauen, ob die ein fluoreszierendes Frostschutzmittel daheim hat. Das heißt fluoreszierend. Fluoreszierend? Nein, fluoreszierend. Vor dem Holzhaus. Frostschutzmittel? Glauben Sie denn wirklich, die Lisa ist hier bei uns im Haus vergiftet worden? Aha. Woher wissen Sie denn, dass das giftig ist? Naja, ich dachte nur, warum sollten Sie denn sonst danach fragen? Also, ich habe mich mit der Lisa immer gut verstanden. Ja, und dass Ihr Mann was gehabt hat mit der? Er kannte sie ja gar nicht. Ich habe mir erst nach der Scheidung eine Hundesitterin gesucht. Warum verdächtigen Sie mich? Naja, jetzt nicht Sie speziell. Doch, doch. Na, also eigentlich das ganze Haus. Der Max ist noch ein Kind. Ja, gut, ich weiß nicht, ob wir noch Frostschutzmittel haben. Ich zeig Ihnen gern die Garage. Und da wäre ich dann ganz gern allein mit meiner Lampe. Wir haben Licht in der Garage. Ja, aber kein fluoreszierendes. Upsi, das Licht ist fluoreszierende. Fluoreszierend. Staller geht. Im Haus sitzt Hubert an einer Kücheninsel und riecht an einem Milchkännchen. Frau Strickler macht Kaffee. Gibt's bei Ihnen eigentlich einen neuen Mann? Ich frag nur als Polizist. Nein. Und wann haben Sie ihn erscheinen lassen? Das ist über ein Jahr her. Damals habe ich ein Inserat von Manni in der Zeitung gesehen und bin hingefahren, um mir den Hund anzuschauen. Der war so süß und der Besitzer leider auch. Ja, ja, ja. Passen sich an, die Viecher. Ne? Er ist dann bald darauf auf Weltreise gegangen. Deswegen wollte er den Manni auch abgeben. Wenigstens ist mir der Hund geblieben. Mit meinem Mann hätte ich sowieso nicht mehr lange ausgehalten. Tagsüber die Arbeit, abends der Fernseher. Keine Freunde, keine Lebensfreude, nichts. Können Sie sich das vorstellen?
Ja, ja, ich habe einen Kollegen, der ist ganz ähnlich veranlagt. Er sieht zu Max im Wohnzimmer. Sagen Sie mal, Ihr Sohn, der hat die Lisa aber schon gemocht. Ja, wenn sie da war, dann ist er wenigstens nicht nur vor seinen Spielen gesessen. Aber um ehrlich zu sein, ich habe gerade keinen besonders guten Draht zu ihm. Ich weiß nur eins, er könnte keiner Pflege was zuleide tun. Na, komm, Kaffee. Auf dem Sofa sitzt Max mit Controller. Daneben Hubert. Deine Mama glaubt, du bist Pazifist. Also dafür geht's der Frequenzschütze. Das ist ein Spiel. Glauben Sie, ich laufe danach durch die Straßen und knall jemanden ab? Weiß nicht. Man muss aufpassen. Danke. Ich habe gehört, Lisa ist vergiftet worden. Nachladen. Wissen Sie schon, wer es war? Na. Hast du vielleicht irgendeine Idee? Max starrt Richtung Bildschirm. Die Lisa hat die eigentlich am Feind gehabt. Der junge Mann, er ist etwa 17, hält den Blick weiter auf den Monitor geheftet. Hubert sieht kurz nach oben und grinst. Er schnappt sich den Controller, sieht auf den Bildschirm und spielt selber. Sie sind gar nicht so schlecht. Danke. Für Ihr Alter. Hubert wirft dem jungen Mann einen Blick zu. Haben Sie in echt auch schon so viele Menschen erschossen? Ja, das Spiel ist quasi mein Alltag. Spielt der Freundin auch solche Sachen? Ich habe keine Freundin. Er sieht Richtung Huberts Hüfte. Darf ich die mal anfassen? Hä? Ach so, ja, ja. Er gibt ihm seine Waffe. Nice, danke. Das wäre mal ein geiler Controller. Aber echt. Staller kommt mit einem Kanister mit grüner Flüssigkeit herein. In Ihrer Garage könnt ihr ruhig einmal Ordnung machen. Er zeigt den Behälter. Kommst du sein in Blau? In Blau? Sie trocknet weiter ab. Was ist denn mit Kopfschmerztabletten? Die haben Sie doch mitgenommen. Aber ich habe Kaffee gemacht. Moment. Ja, sie geht mit dem Telefon hinaus. Staller hebt die Tasse, hält inne und sieht Strickler nach. Dann nimmt er die Wutlampe. Eine Seite des mundharmonikaförmigen Geräts leuchtet blau. Staller lässt die Lampe über der Tasse kreisen. Er stellt die Tasse ab, beschattet sie mit einem Teil seiner Jacke und hält die Lampe erneut darüber. Dann hebt er die Tasse an seine große Nase, blickt kurz zur Tür und schüttet den Kaffee ins Spülbecken. Staller öffnet den Kühlschrank. Er sieht darin umher. Das Kühlschranklicht leuchtet. Langsam schließt er die Tür bis auf einen Spalt. Das Kühlschranklicht geht aus. Staller schiebt die Wutlampe durch den Spalt. Das Licht im Kühlschrank geht erneut an. Er nimmt ein Wiener Würstchen von einem Teller im Kühlschrank und beißt ein großes Stück ab. In einem Nebenzimmer Frau Strickler ins Telefon. Jetzt tu doch nicht so, als hättest du keine Ahnung. Staller lauscht. Du warst schon immer schlecht, wenn es ums Lügen geht. Ja, und hör auf, mir was vorzumachen. Ich weiß doch ganz genau, du willst mich bei der Polizei in ein schlechtes Licht rücken, damit sie mir den Jungen wegnehmen. Aber das werde ich nicht zulassen. Staller zieht die Pistole. Hubert reißt Max seine Waffe weg. Bist du wahnsinnig? Woher weißt du, wie man die entsichert? Die war nicht gesichert. Staller und die Mutter kommen herein. Ist alles in Ordnung? Kein Problem, wir haben vorher abgespeichert. Der Bildschirm ist schwarz. Aus einem Loch in der Mitte steigt ein dünner Rauchfaden auf. Der Streifenwagen fährt an Wiesen entlang. Im Auto? Ja, Hansi, grün ist die falsche Farbe. Ja, blau und grün liegt natürlich eng beieinander. Ja, vielleicht hat es was Gelbes dazu getrunken, einen Orangensaft zum Beispiel. Ne? Nein, upsi. Blau und Gelb gibt grün, aber nicht umgekehrt. Also wenn es in die eine Richtung funktioniert, dann funktioniert es in die andere auch. Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Auf jeden Fall hätte das Telefonat mit der sehr interessant werden können, wenn du nicht in den Fernseher da reingeschossen hättest. Ich hab nicht in den Fernseher reingeschossen, das war der Max. Und bei dem bin ich nicht überzeugt, ob der die ganze Wahrheit gesagt hat. Muss man vielleicht einmal den Papa kontaktieren, ja, der hat einen besseren Draht zu dem Bub. Stirnrunzelnd blickt Hubert zu Staller. Was ist mit dir los? Ja, pf, der billige Rotwein, der hängt mir immer noch in den Knochen. Und dann noch das Würstel oben drauf. Hansi, tu mir einen Gefallen und lass bitte beides drin. Vor der Villa. Was ist denn da los bei meiner Ex-Frau? Die hat mich vorhin beschuldigt, ich hätte ihr die Polizei auf den Hals gehetzt. Na, irgendwie stimmt's ja, ne? Wie bitte? Ja, Silber muss doch die Adresse verraten. Sehr witzig. Geht's wieder um den blöden Hund? Nein, nein, es geht um die Hundesitterin. Hundesitterin? Ja. Ich glaub's nicht. Meine Frau arbeitet alibihalber ein paar Stunden die Woche und leistet sich einen Hundesitter. Das ist doch unfassbar. Und dafür zahle ich Unterhalt.
Ja, also das mit der Hundesitterin, das hat sich erledigt. Weil die tot ist. Tot? Vergiftet, ja. Und da verdächtigen Sie jetzt meine Frau? Ja, und den Sohn. Dann kommen Sie bitte rein, ja? Staller stolpert ins Haus. Drinnen. Also, wenn es einer von beiden war, dann doch sicher meine Frau. So hinterhältig und verlogen, wie die ist. Nach wem kommt denn der Sohn? Hinter ihm schwankt Staller. Also, ich weiß nur, dass der Junge lieber bei mir wäre. Er vertraut mir. Ich verstehe bis heute nicht, wieso sie das Sorgerecht bekommen hat. Ich meine, sie ist doch fremdgegangen. Dieser miese Typ macht mit ihr rum und dann haut er ab. Wenn er sie wenigstens mit auf seine Weltreise genommen hätte. Staller sagt auf einen Stuhl. Geht's Ihrem Kollegen nicht gut? Ist der Föhn, das ist ein bisschen anfällig. Ja, nur mal wegen Ihrem Sohn. Das ist ein ganz normaler Junge in der Pubertät. Er hat aber keine Freundin, also hat er mir erzählt. Das stimmt, aber er ist verknallt. Echt? Ja. Er hat mir keinen Namen gesagt. Ich weiß nur, dass sie älter ist und dass er sich bisher nicht getraut hat, sie anzusprechen. Hab ihm Mut gemacht. Ich meine, mehr als Nein sagen kann sie schließlich nicht. Nein, man kann sich nicht früh genug ins eigene Unglück stürzen. Wann haben Sie Ihren Sohn das letzte Mal gesehen? Das war vor 4 Tagen, genau. Da habe ich ihn abgeholt. Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte endlich mal, was los ist. Ja gut, das ist bloß eine Vermutung, aber es kann sein, dass Ihr Sohn so ein bisschen in die Hundesitterin verschossen war. Hupschi. Hm? Jetzt gehen wir heim, oder? Sein Gesicht ist schweißnass. Ja. Tut mir leid, Hupschi, aber irgendwas ist da im Anflug. Was ist jetzt mit dem Sohn? Ich glaube, dass der an der Lisa interessiert war, aber das findet man schon raus. Halt, Hans, glaub ich besser, wenn ich fahre. Anja, servus. Okay, danke. Er steigt ein. Also, Mageninhalt liegt vor, Rotwein, Chips und Wiener Würstel. Er sieht zum Beifahrersitz. Hansi? Und springt aus dem Wagen. Staller liegt auf der Beifahrerseite neben dem Auto. Die Würstel, da weiß ich, wo die her sind, aus dem Kühlschrank von der Strickler. Mach mal den Mund auf. Mit der Wutlampe leuchtet er in Stallers Rachen. Und? Ich hoffe, du hast Glühwürmchen gefrühstückt. Staller zieht eine halbe Wiener hervor. Mit geschlossenen Augen liegt Staller reglos auf dem Seziertisch bei Anja. Keine Sorge, Hansi. Ich habe mit den Ärzten gesprochen. Das Wichtigste ist jetzt zu verhindern, dass das Glykol weiter abgebaut wird. Ja. Das Abbauprodukt ist nämlich das eigentlich Lebensgefährliche. Aha, und wie wird das verhindert, dass das abgebaut wird? Indem unser Hansi mehrere Tage lang eine Ethanolkonzentration von ca. 1,0 Promille aufrechterhält. Sie stellt eine Flasche Schnaps neben Staller. Der setzt sich auf. Und heißt das, dass du jetzt tagelang Schnaps saufen musst? Der Alkohol unterbindet die Metabolisierung des Glykols. In der Zeit wird das gefährliche Methanol über die Niere eliminiert. Ich trinke normal gar keinen Schnaps. Ja, da brauchst du gar nicht so schauen. Ich bin mir sicher, dass schon der Restalkohol vom Rotwein dem Hansis Leben gerettet hat. Schon besser. Kannst du mal die Fingerabdrücke da drauf mit denen auf dem Rotweinglas vergleichen? Hast du wieder mal deine Dienstwaffe verliehen? Ich wollte am Kind eine Freude machen. Anja hält Huberts Pistole. Staller trinkt Schnaps. Im Streifenwagen. Hubert sitzt am Steuer. Staller bläst in einen Alkomat. Was? Erst 0,8 Promille? Wieder setzt er die Flasche an. Jetzt muss er halt den Pegel halten. Also von der Fahne her, da stimmt's schon. Wir schauen mal, den Stuhl da hinten, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Landstreicher am Gehweg. Mach gleich mal einen U-Turn. Der Mann schiebt einen Einkaufswagen samt Bürostuhl. In seinem Büro nimmt Girwitz den Stuhl entgegen. Danke nochmal. Müssen es vielleicht einmal feucht drüber gehen. Staller mit Alkomat um den Hals trinkt Schnaps. Sind Sie sicher, dass er im Krankenhaus nicht besser aufgehoben wäre? Solange er seinen Schnaps hat, ist er voll einsatzfähig. Das Finanzielle müssen wir noch kurz regeln. Ah ja, natürlich. Warum muss ich den Stuhl auslösen? Das war mein Stuhl, schon immer gewesen. Ja, ziehen Sie es am Riedel vom Lohn ab. Ne? Gute Idee. Die Wurst aus dem Magen von der Toten ist übrigens identisch mit die Würstel aus dem Kühlschrank von der Strickler. Sagen Sie mal, lallen Sie, Staller? Die Lisa hat sich also auch aus der Schüssel so ein Wiener genommen. Also auf jeden Fall der unbekannte Gast in der Wohnung von der Lisa. Das war der Sohn von den Stricklers. Die Fingerabdrücke waren aber immer auf der Pistole. Danke, Hans. Entschuldigung. Also der Sohn, ja? Ja, der war unsterblich in die Lisa verliebt.
Ah, verschmähte Liebe. Ja, sehr gut, ja. Warum sind die Würstel immer noch im Kühlschrank liegen? Und wieso hat der Max gewusst, dass die Lisa die Würstel ist und nicht seine Mama? Moment, es liegen jetzt aber nicht noch vergiftete Würste im Kühlschrank, oder? Staller nickt. Hubert stürmt hinaus. Sein Stuhl fällt um. Staller springt auf. Vorsicht, nur. Ja. Im Holzhaus. Und hör auf, mich anzurufen. Du willst doch nur einen Keil zwischen mich und meinen Sohn treiben, aber das wird dir nicht gelingen. Hinterm Fenster nähert sich der Streifenwagen. Ich muss aufhören, die Polizei ist schon wieder da. Hubert und Staller rennen herein. Staller reißt den Kühlschrank auf. Frau Strickler kommt dazu. Was ist denn los? Wo sind die Würstel? Welche Würstel? Staller nimmt einen Teller. Jetzt sag's bloß nicht, dass Sie die zusammengefressen haben. Ich? Nein. Der Max vielleicht. Sie deutet auf zwei Schalen am Boden. Hubert hebt eine auf. Du hast noch mal Glück gehabt, Spezi. Machst du was? In seinem Zimmer liegt Max mit Handy und Kopfhörern auf dem Bett. Hubert kommt herein. Max? Der reagiert nicht. Hubert stupst ihn. Der junge Mann nimmt die Kopfhörer ab und setzt sich auf. Wie ist das Leben so, ohne Zockerei? Passt schon. Weißt du, was blöd ist? Wir haben deine Fingerabdrücke in der Wohnung von der Lisa gefunden. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Hubert schnappt sich Max Handy. Im Display ein Foto von Demmler. Er streicht darüber, ein weiteres erscheint. Hübsch war's schon. Max senkt den Blick. Ja, ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen, wenn sie bei uns war. Mein Vater hat gemeint, ich soll's einfach tun. Und dann hast du es besucht. Mit Blumen und Wein. Ja, sie hat gesagt, dass ich zu jung für sie bin. Das hat dich geärgert und da bist du ausgeflippt. Nein, ich wollte sie noch mal fragen, wenn ich 18 bin. Hubert fixiert Max, dann sieht er kurz auf das Handy und gibt es ihm zurück. Der junge Mann schluckt und schlägt die Augen nieder. Staller packt Wurststücke ein. Ja, Frau Stückler, jetzt wäre er beinahe hingewiesen. Ja, schrecklich. Und wenn Sie jetzt die Würstel gegessen hätten oder Ihr Sohn? Ach, das wäre nicht passiert. Mein Ex-Mann und ich, wir sind seit der Geburt von Max Vegetarier. Und Max ist inzwischen sogar Veganer. Das heißt, der Einzige, der Fleisch frisst, ist der Hund. Hätten Sie vielleicht einen Schnaps für mich? Er zeigt auf den Alkomat. 0,9. Moment. Also, entweder hat der Mörder gewusst, dass ihr alle Vegetarier seid, oder sie haben wahnsinniges Glück gehabt. Ich bitte Sie, wer sollte uns denn umbringen wollen? Mein Mann? Niemals. Das war bestimmt so ein Irrer. Die bringen doch jetzt vergiftete Lebensmittel in Umlauf. Wo haben Sie denn die Würstel gekauft? Staller hält ein Schnapsglas. Beim Rattlinger zerteilt Hubert eine Wiener. Staller führt die Lampe darüber. Sieht doch nichts leuchten. Ist aber viel heller. Barbara, kannst du vielleicht mal kurz dunkel machen? Sag mir, ich glaube, ich bringe den Hut. Sie tippt sich an die Stirn. Staller beschattet die Wurst mit seiner Jacke. Eine Kundin geht vorbei. Der leuchtet echt nichts. Also doch kein Gift, hä? Spinnt sie, ich wollte sie meine Kundschaft vergraulen. Ja gut, wir können ja offiziell die Wurstwaren einziehen und ins Labor fahren. Das traut sie euch nicht. Ist doch eh die Hälfte abgelaufen, oder? Außerdem, also, du kriegst es ja ersetzt, ne? Wie ersetzt man das? Der Gerwitz? Also, das sind 1A Wiener von einem Top-Metzger. Wenn sie so weitermacht, dann war das das letzte Mal, dass ihr die probieren habt dürfen. Na gut, doch. Nehme ich mir privat noch ein paar mit und eine Flasche Schnaps bei dir noch. Ah, ja, für den Herrn dann auch noch was. Vielleicht Eierlikör, Obstlschorle, Brüschel. In der Pathologie. Also die Wiener von der Barbara sind nicht nur ungiftig, das sind auch völlig andere als die aus dem Kühlschrank von der Frau Strickler. Was heißt völlig andere? Ich mein, Wiener sind Wiener, oder? Die von der Barbara sind frisch, vom Metzger. Die aus dem Kühlschrank kommen aus dem Glas, da sind sie nämlich in eine Salzlacke eingelegt gewesen. Da hat halt einer einen Wurstaustausch vorgenommen, da im Kühlschrank. Mhm. Irgendwer, der gewusst hat, dass die Stricklers Vegetarier sind. Ja, der konnte aber nicht wissen, dass die Lisa und ich, dass wir da Wurst ausfressen. Naja, das mit der Lisa, das war halt ein Unfall. Ja, dann sollte halt der sterben, da der Mannihund. Ich glaube, ich weiß, wer der Schuldige ist. Ja, die Alte, die wo der Manni bissen hat. Genau die nicht, Hans. Der ist ein Würstel. Vor der Villa steigt Herr Strickler aus einem Kombi und drückt den Funkschlüssel. Er sieht zum geschlossenen Garagentor. Davor steht der Streifenwagen. In der Garage wühlt Staller in einer Mülltonne. Hubert schüttelt einen Gummistiefel. Der Architekt kommt herein. Sein Mund steht offen.
Ich hoffe, Sie haben einen Durchsuchungsbeschluss. Ansonsten ist das hier nämlich Hausfriedensbruch. Na ja, haben wir ganz frisch vom Richter. Er zieht einen Zettel aus der Tonne. Und was suchen Sie hier? Staller hebt ein Schraubglas. Das zum Beispiel. Ich hab gemeint, Sie sind Vegetarier. Ach, wissen Sie, nach all den Jahren, da nehme ich das nicht mehr so streng. Schau mal her, Hansi. Das schaut doch aus wie Frostschutz. Ein Kanister. Ja, der Grün. Also leuchten tut's nicht. Staller trinkt aus dem Kanister. Sind Sie verrückt? Machen Sie mal das Licht aus. Was? Licht aus! Staller nickt. Der Architekt drückt einen Schalter. Das Licht geht aus. Staller fletscht die Zähne. Hubert hält ihm die Lampe vor den Mund. Die Zähne leuchten blau. Blau oder grün? Die Zähne, sind die blau oder grün? Blau. Wie bei der Frau Demmler. Jetzt meine ich, haben wir das richtige Frostschutzmittel gefunden. Aber das wird die Pathologin dann bestätigen. Hupsi, mir wird's ganz komisch. Herr Strickler, Frage, wie lange dauert's, bis ihn jetzt umhaut? Oder soll ich noch eine Würstel dazu essen? Okay. Okay. Das Ganze ist doch die Schuld meiner Frau. Sie hat mir meinen Jungen weggenommen, obwohl ich ihn viel mehr liebe, als sie es tut. Ihr einziger Liebling ist doch dieser kleine Drecksköter. Den wollte ich ihr nehmen. So wie sie mir alles genommen hat. Und das mit der Frau, glauben Sie mir, das wollte ich nicht. Na okay, also beim Hund wär's Sachbeschädigung. Bei der Frau... Upsi, wo ist der Schnaps? Ui, geht schon wieder los, hä? Hektisch greift Staller zum Alkomat und bläst hinein. Herr Strickler betrachtet ihn verblüfft. Das war Hubert und Staller, Rosenkrieg von 2017. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Katja Liebing als Frau Strickler, Herbert Schäfer als Herr Strickler, Quirin Oettel als Max. Drehbuch Philipp Käthner, Regie Erik Hafner.